Hallo, ich bin Alpina und ich hatte so jetzt die Zeit, wo ich noch in Puringrausch bin. Jetzt habe ich für mich schwarze Zellenaktivator entdeckt und heute geht es darum, was stellt man für Frage, wenn man zuerst ein Puring-Video live sieht? Genauso werden wir heute euch erklären. Ich habe jetzt ein Video gedreht, wo ich zwei Praktikantinnen habe, Sonja und Jasmin. Sie haben zugeguckt und die Fragen aufgeschrieben. Und jetzt werden sie mir Fragen stellen. Vielleicht sitzt du zu Hause auf der Sofa und stellst du dir genau die gleichen Fragen, wenn ich pure. Ich mache mir ein Chi und die Mädels stellen mir die Fragen und ich gebe mein Bestes. Ja, Sonja. So, meine erste Frage: Muss der Föhn genau 400 Grad sein? Genau, das ist sozusagen, damit wir wirklich schöne Zellen haben und unsere Luftblasen weggehen, sollte wirklich heiße Luft Föhn sein. Normale Föhn reicht nicht, weil der sorgt dafür, dass wir diese Wärmereaktion haben und dass die Zellen sich entwickeln. Warum benutzt man einen Zellenaktivator und was ändert er? Zellenaktivator nutzen wir dafür, dass wir in unserem Bild so eine schöne Netzstruktur haben. Den nimmt man sozusagen als letzte Schicht und genau den wird auf das Bild mit Farben gezogen und sorgt für diese schöne Netzbildung, was wir auf dem Bild da sehen. Muss man das Bild bewegen oder ist es auch okay, wenn man das vergessen hat? Du wirst das nie vergessen, weil das ist so, es geht um die GIS-Technik und das ist sehr wichtig, dass die Farbe wirklich überall auf Leinwand eine gleiche Ebene hat. Wenn wir auf einer Seite ein bisschen zu viel Farbe haben, dann könnte es dazu führen, dass nach dem Trocknen da Risse entstehen. Deswegen in GIS-Technik gießen wir die Farben und dann versuchen wir, die regelmäßig zu verteilen und natürlich nicht vergessen auch das Muster, weil man kann auch sozusagen beeinflussen, welche Ecke gefällt mir nicht, das kann ich das weggießen und wenn mir eine Ecke gefällt, da kann ich das Bild in andere Seite drehen. Kann man Puring draußen machen oder muss man das im inneren Bereich machen? Naja, draußen würde ich das wirklich nicht empfehlen, weil draußen könnte windig sein, es könnten ein paar Mücken kommen oder noch Staubpartikel. Weil es ist so, bei Puring muss man so beachten, die Farben sind wirklich flüssig. Und wenn in das Bild so eine Mücke reinfliegt, dann wird sie mit in der Bild sozusagen in der Bild sterben. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen machen wir das lieber im Innenbereich und besser in Raum ohne Staub, ja, damit wir wirklich ein schönes, sauberes Bild haben. Und die Türen müssen zu sein, weil wie gesagt, Fenstertüren zu und dann geschlossener Raum. Geht es eigentlich auch, mehrere Schichten zu machen? Dass zum Beispiel man eine Schicht gemacht hat und da oben drüber noch andere Farben macht mit einer anderen Schicht? Solange ich noch nicht angefangen habe, Bild zu bewegen, können wir verschiedene Farben gießen, wie wir lustig sind. Wenn ich anfange, das Bild zu bewegen und die Farben haben sich angefangen zu verteilen, dann empfiehlt das wieder nicht, weil es könnte dazu führen, dass die Farben nicht im Bild eingearbeitet sind. Deswegen, solange, dass wir noch nicht angefangen haben, Bild zu bewegen, ja, danach, jein. Warum wiegt man die Farben? Ich habe dazu ein extra Video gedreht. Am Anfang ist das wichtig, wenn die Leute neu sind in Puringfeld, da müssen sie verstehen, es sollte eine bestimmte Rezeptur sein. Und am Anfang, eine Farbe wiegt ein bisschen schwerer, die andere ein bisschen leichter. Und das könnte dazu führen, dass die Rezeptur 50-40-10 sozusagen nicht so ganz immer funktioniert. Und wenn man das wirklich eins zu eins mischt, das macht man, okay, ich nehme ein bisschen wenig Farbe, dann hat man diese Konsistenz nicht erreicht, die man erreichen sollte. Deswegen, bevor man wirklich Gefühl kriegt, mit der Zeit kriegt jeder Gefühl. Ja, viele puren dann, okay, das ist so, sie wissen, welche Farben und so weiter. Aber am Anfang ist es wirklich wichtig, damit man Gefühl kriegt, okay, es gibt solche und solche Farben und ich brauche genau die Konsistenz, damit mein Puring funktioniert. Geht es auch mit besonderen Farbensorten, beispielsweise also Acryl und ob es noch was anderes gibt, was man nutzen kann? Es gibt Puring-Leute, die wirklich Pigmente nehmen und dann das mit dem Puring-Mistel mischen.
sollte auch funktionieren. Ich habe das noch nicht gemacht. Ich nehme nur Acryl, weil das heißt auch Pouring, Acrylpouring. Man nimmt grundsätzlich Acrylfarben. Aber wie gesagt, es gibt die Leute, die auch Pigmente nehmen. Vielleicht komme ich auch dazu. Jetzt bin ich noch nicht. Glitzer habe ich schon benutzt, funktioniert, ja. Mischen sich die Farben während der Pouring? Also zum Beispiel, wenn man benutzt ein Rot und Blau, dann kommt dann daran ein Lila oder sowas. Top-Frage, ja, weil das ist wirklich am Anfang, ich erzähle euch eine Geschichte, meine erste Video, große Zellen, kleine Zellen, ich war so begeistert, dass es funktioniert hat und ich unterrichte hier schon seit 13 Jahren und ich weiß, wenn man, das weißt ihr vielleicht auch, wenn wir Blau und Gelb mischen, was passiert? Grün, ja? Und wenn wir Blau mit Gold mischen, was passiert? Auch sowas, ja? Und ich habe das, ich sollte als ein Meerlandschaft sein und ich habe Gold genommen und überhaupt nicht nachgedacht, dass das grünliche Ton kommen sollte, weil das war Gold, ja? Und das ist natürlich im Bild, ist das diese grüne Touch entstanden. Die Farben vermischen sich nicht ineinander sozusagen direkt, aber sie machen die Verläufe. Wenn ich Rot nehme und dann nehme Blau, in die Stellen, wo sie sich vermischen, entsteht leichtes Lila. Das muss man auch bei Pouring berücksichtigen. Top Frage. Ich bin mir jetzt unsicher. Sie sagten, Sie haben schon Glitzer benutzt. Nur Glitzer Acrylfarbe oder auch solche Glitzerteilchen? Ich habe das wirklich in nasse Bild, Glitzerteilchen, so wenn das Bild so fertig war wie jetzt, ja, dann habe ich Glitzer genommen und so rein, so wie Puder gemacht. Und das Bild könnt ihr dann später in mein Schaufenster sehen. Und dann, wenn es getrocknet ist, dann hat das richtig schöne Glitzerschimmern. Das habe ich nicht reingemischt, sondern drauf auf gepurtes Bild gezählt verwendet. Sieht auch top aus, mir gefällt es. Kann man einen fertigen Pouring ändern? Zum Beispiel, wenn mir eine Ecke nicht gefällt, kann ich dann andere Farben mischen oder sowas? Das ist schon wieder so eher nein. Wie gesagt, so lange, dass wir das so... Das ist das Schwierige in Pouring. Das ist so der Punkt, wo wir kommen. Wenn uns das Bild nicht gefällt, dann müssen wir leider alles abmachen und neu machen. Einziges, was man machen kann, dass man praktisch auf gepurtes Bild, wenn man genug Farben hat, die neuen Farben wieder gießt und wieder fängt das zu bewegen. Aber grundsätzlich am Anfang, deswegen gibt es bei vielen Pouring-Leuten, man sagte, man sollte 50 bis 100 Versuche machen, damit es funktioniert, weil ab und zu kommen die Ergebnisse, wo man sagt, oh mein Gott. Aber so richtig Ecke ändern, ist es eher schwierig, ja, wo das schon gegossen ist. Wir können das nachfüllen, zum Beispiel an einer Ecke haben wir zu wenig Farbe, das habt ihr jetzt auch gesehen, da könnte man so die Farbe ein bisschen nachfüllen und weiter abgießen. Aber so wirklich ändern geht leider nicht. Kann man das eigentlich nicht Striche machen mit diesem Papier, Blättchen würde ich das mal nennen, sondern kann man auch beispielsweise so Zickzack machen oder sowas, also Zickzackformen sowas? Allgemein kann man Zickzackformen machen. Es gibt bei Pouring verschiedene Techniken. Ihr habt jetzt nur eins gesehen, das ist Swipen. Und Swipen, das ist wirklich Ziehen. Wenn wir ziehen, deswegen ist das auch, diese Zellenaktivator war richtig, so also dieses Schwarz in diesem Fall. Wenn wir das mit diesem Papier leicht ziehen, dann geht diese Farbe dünn auf die andere Farbe und entsteht dieses Muster. Und wenn wir nur Zickzack machen, dann brauchen wir keinen Zellenaktivator. Dann wird das praktisch der Muster ohne diesen Netz von oben sein. Kann man machen, aber das ist dann die andere Sache. Wir haben keine Fragen. Keine weiteren Fragen? So, liebe Leute, ich hoffe, das war spannend mit uns. Und jetzt kommt was anderes. Die Mädels haben das erstmal nur geschaut, wie ich pure. Und wie ihr seht, da sind andere Fragen ins Leben gerufen worden. Und jetzt wird Jasmin und Sonja jede ein Bild malen. Und da bin ich gespannt, ob das während der Pouring noch weitere Fragen entstehen oder nicht. Das werdet ihr auf meinem YouTube-Kanal sehen. Bleiben Sie dabei, abonnieren uns, klicken Sie auf die Glocke und bis bald, eure Albina und heute mit Sonja und Jasmin.